HTC hat auf der IFA in Berlin zwei neue Smartphones der Desire-Linie vorgestellt. Das Desire 820 will dabei mit High-End überzeugen. Es besitzt als erstes Smartphone der Welt einen Octa-Core-Prozessor mit 64-Bit-Verarbeitung. Das Desire 510 wildert hingegen in der Einsteigerklasse. Es will mit einem Quad-Core-Prozessor und guter Ausstattung den Motorola Moto G ordentlich einheizen. Doch zuerst zum Desire 820. Der Snapdragon 615 von Qualcomm taktet im Mittelklasse-Smartphone mit 4 Kernen mit 1,5 GHz und 4 Kernen mit 1,0 GHz. Das 5,5 Zoll Display löst dabei mit 1280x720 Pixeln auf und sitzt in einem 155 Gramm leichten Gehäuse. Der Speicher des Desire 820 kann mit einer bis zu 128 GB großen MicroSD-Karte aufgemöbelt werden. Designmäßig will das HTC Desire 820 mit seinen einfachen, klaren Linien überzeugen. In der weißen Variante besitzt es dabei wahlweise rote oder blaue Ränder. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat und besitzt recht stark abgerundete Ecken. Eine andere Zielgruppe als das Desire 820 will das 510 bedienen. HTC stattet es mit einem 4,7 Zoll großen Display aus, das mit 480x854 Pixeln vergleichsweise gering auflöst. Eine QHD-Auflösung mit 540x960 Pixeln hätte das Desire 510 deutlich attraktiver gemacht. Das Desire 510 ist 10 mm flach und 158 Gramm leicht. HTC stattet es mit zwei Kameras auf Einsteigerniveau aus. Auf der Rückseite verbirgt sich ein 5-Megapixel-Sensor. Vorne gibt es eine VGA-Kamera. Der Akku hat eine Ladung von 2100 mAh und soll nach Angaben von HTC über 17 Stunden Gesprächszeit garantieren. Neben LTE sind Bluetooth 4.0 und WLAN mit an Bord. Als Betriebssystem kommt Googles Android in der Version 4.4.3 zum Einsatz. HTC überzieht es allerdings mit der eigenen Nutzeroberfläche Sense 6.0. Das HTC Desire 510 wird in den Farben Weiß und Grau ab Mitte September zum Preis von rund 200 Euro zu haben sein. Der Verkaufsstart des Desire 820 soll am 14. September in Asien erfolgen. In Deutschland wird es voraussichtlich im September für rund 330 Euro erhältlich sein.